Guten Morgen YouTube, ich begrüße euch heute mal aus meiner Küche. Ich bin von einer kurzen Zeit aufgestanden und das erste am Tag Cardio, das was ich eigentlich am wenigsten mag, muss erstmal erledigt werden. Deswegen gibt es jetzt vorher wie immer meinen Cardio-Stack, zeige ich euch ganz kurz. Zum Pre-Cardio-Stack gehört einmal Meta Plus, das nehme ich dreimal am Tag, erhöht den Stoffwechsel, verbessert die Ausdauerleistung, schmeckt extrem gut, erhöht den Fokus, beachtlich, vor allem in der Diät, extremes Benefit. Und dann haben wir hier einmal Zitronenwasser und einmal, Zitronensaft und Ingwersaft. Hier haben wir ordentlich Vitamine mit dabei, vor allem Vitamin C. Ingwersaft ist extrem entzündungshemmend und das Ganze nehme ich morgens zusammen, löse ich gleich im Wasser auf und dann geht's mit dem Cardio los. 40 Minuten Cardio sind es jetzt, also nur noch 30. Auf dem Fahrradergometer und dann geht es auch schon direkt los, fast ins Home Gym, denn Rücken und Bizeps stehen auf dem Plan. Die werde ich heute zerstören. Es wird wahrscheinlich das letzte Training im Home Gym sein. Irgendwo schön, irgendwo auch traurig, weil ja, so ein Home Gym ist schon echt Luxus und ich bin extrem dankbar, dass ich das auch so nutzen konnte und vielleicht sogar noch die eine oder andere Kleinigkeit verbessern konnte in der Zeit. Und Berlin ist endlich auch mal dran mit der Öffnung der Gyms am 2.6. Ich bin echt gespannt, wie das aussehen wird, wie das laufen wird, ob es voll sein wird oder nicht. Aber in jedem Fall habe ich es nur 5 bis maximal 10 Minuten ins Gym. Und das ist schon eine Riesenerleichterung. Wirklich eine Mega-Erleichterung. Aber ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich ziehe mein Cardio durch und dann geht's auf ins Training. So, nochmal ein kleiner Formcheck. Die Heißluftfritteuse meldet sich auch schon. 98 Kilogramm sind es gerade. Form ist ganz passabel. Für die Zeit passt's. Ich bin jetzt auch angekommen im Home Gym. Ich werde mir gleich mein Pre-Workout zubereiten. Bin eine Stunde hergefahren. Dementsprechend auch immer wieder ein bisschen müde, wenn ich hier ankomme. Also ein Booster muss sein. Jedoch ist mir gerade aufgefallen, dass ich mein Meta Plus vergessen habe. Verdammt. Egal. Ich werde improvisieren müssen, verdammt. Ich mache jetzt auf jeden Fall meinen Pre-Workout fertig und mein Intra-Workout und zeige euch mal, was da alles reinkommt. Bereiten wir jetzt mal den Pre-Workout vor. Und zwar habe ich ja mein Meta Plus vergessen, aber ich habe hier noch als Reserve gehabt den Shelter. Davon sind noch 3-4 Scoops drin. Ein Scoop, also 16 Gramm. 5 Gramm Kreatin. So. 15 Gramm mTOR EAAs. Im Geschmack Pfirsich Maracuja. Und zum Intra-Workout, ich habe hier das Infusion Intra-Workout von GN. Und zwar ist das ein Kohlenhydrat- und EAA-Gemisch. Jedenfalls habe ich gerade eben erst gecheckt, dass da drinnen auch Kreatin drin ist. 4 Gramm, jetzt habe ich 9 Gramm, also mit dem Pre-Workout. Und Citrullin sind auch noch 3 Gramm drin pro Portion. Und 40 Gramm Kohlenhydrate, na gut, ich brauche ein bisschen weniger. Und dazu kommen nochmal 15 Gramm mTOR-EAAs. Warum ich das Produkt jetzt nehme, ich habe Vitargo eigentlich schon seit Jahren genommen, aber Vitargo, davon stoße ich immer auf und ich merke es im Training wirklich. Also ich merke ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, Unverträglichkeit. Ich dachte immer, das liegt nicht am Vitargo, aber ich habe es mal mit einem Cluster-Extrem probiert und ich hatte keine einzigen Beschwerden. Ich freue mich drauf, wenn wir von Vayu endlich unser Intra-Workout rausbringen, weil das wird Next Level. Ich habe es probiert und es war mega lecker und die Verdauung war wirklich, ich habe nichts gespürt, also es ging runter wie Butter, wenn man das so sagt, oder wie Wasser. Ja, jetzt gibt es auf jeden Fall meinen Pre-Workout erstmal, den ich hier schon fertig gemischt habe. Dann mache ich mein Intra-Workout fertig und dann geht es auch schon ins Training. So Freunde, die erste Übung, ganz klassisch, Klimmzüge, erstmal ein paar Aufwärmsätze ohne Gewicht und dann zwei Arbeitssätze mit einer 15er Scheibe noch dran, heißt ich wiege knapp 100, 115 Kilogramm Gewicht beim Zug. Ich gucke hier gar nicht wirklich auf die Reps, ich versuche die wirklich nur zu spüren, weil ja, Latt, wie gesagt, Schwachstelle, wisst ihr aus dem letzten Video bereits, deswegen muss da auch ein bisschen mehr Gefühl rein, ein bisschen mehr Spannung, ein bisschen mehr Druck und
Ja, mit mehr Gewicht tatsächlich fällt es mir leichter, mal ein bisschen was riskieren. Jedenfalls geht es jetzt rüber zur nächsten Übung. Theberudern ist auch geschafft. 2 Aufwärmsätze und 2 Arbeitssätze. Ich versuche mich wirklich zu konzentrieren, versuche das Gewicht auch nicht zu schwingen, nicht zu reißen, sondern wirklich nur über den Muskel zu arbeiten. Und ich merke, der Pump ist richtig vorhanden. Ja, ich werde erstmal umbauen und die Mehrgriffe anbauen. Übung Nummer 3, check. Theberudern mit engem Mehrgriff ist auch durch. Und davon waren es ebenfalls 2 Arbeitssätze mit 2 oder 3 Aufwärmsätze waren das, glaube ich. Aber auch die Aufwärmsätze waren jetzt keine Philipp-Halle-Sätze. Auch das war recht intensiv, halt bloß ein paar mehr Reps. Was man dazu sagen muss, ich gebe mir wirklich extrem Mühe, diese Mind-Muscle-Connection oder auf Deutsch das Muskelgefühl aufrechtzuerhalten, vor allem bei Schwachstellen, ein Riesenthema. Leute, die, sag ich mal, Muskeln haben, die nicht ausgeprägt genug sind, die tendieren dazu, dass sie den Muskel gar nicht so gut ansteuern können, was ja schlussfolgert, dass man irgendwelche anderen Muskeln eventuell mit rein involviert, die man gar nicht mit drin haben wollte. Und in meinem Fall habe ich mich oft auf Progressionen fixiert und wenig auf das Gefühl dahinter. Und jetzt gerade wieder heute in dem Training wirklich sehr, sehr stark wieder auf Time Under Tension. Also, dass man quasi den Muskel etwas länger unter Spannung hält, dass man wirklich sich ein bisschen mehr Zeit nimmt für die Wiederholung und das Gewicht trotzdem nicht reduziert. Es funktioniert sehr, sehr gut. Mein Rücken ist jetzt schon voll. Bis zum geht nicht mehr. Ich mache jetzt noch Überzüge mit der Kurzhantel und danach nochmal Überzüge mit dem Band. Dann habe ich das Rückentraining absolviert und danach kommt noch der Bizeps. So, das Training ist beendet. Überzüge, jeweils 2 Arbeitssätze, davor 1 bis 2 Aufwärmsätze. Bei dem Bizeps habe ich jetzt Bizeps Curls mit der Kurzhantel gemacht und Hammer Curls ebenfalls 2 Aufwärmsätze, 2 Arbeitssätze. Fertig. Bei den Bizeps, übrigens bei den Armen, ganz leichtes Beispiel. Ich brauche wenig Tun, wenig Volumen, weil ich die Arme so gut spüre, dass ich sie wirklich in 2 Sätzen weghauen kann, in 2 Übungen, das reicht einmal die Woche. Und die wachsen trotzdem extrem gut.
Ja, da sieht man mal, dass das Gefühl trotzdem ausschlaggebend ist, weil die Muskeln, die ich tatsächlich nicht so gut spüre, die hängen auch hinterher. Natürlich ist das nur ein Faktor. Ne? Da gehören noch mehrere Faktoren dazu, wie zum Beispiel ausreichend Progression, ausreichend Volumen und so weiter und so fort. Jedenfalls geht es jetzt in die Küche, gibt es einen Post-Workout-Check, danach noch die Mahlzeit und dann geht es auch nach Hause. Schön aus der Puste, ey, wirklich. Gutes Workout. Auf jeden Fall war das vorerst das letzte Rückentraining hier im Home Gym. Echt schade, echt cool aber auch gewesen, die Zeit. Ich denke, daran wird man sich immer zurückerinnern, weil diese Phase, diese Zeit, die wir jetzt haben, die wird irgendwann, sag ich mal, in 10 Jahren immer noch zur Erinnerung auffordern, weil da kann man echt sagen, wann hatte man diese Situation zuletzt und wir haben sie miterlebt, deswegen ist es irgendwo auch in Erinnerung verankert, auch die Leute, die jetzt vielleicht 3 Monate lang nicht trainiert haben, ist es trotzdem irgendwo was, was man mitnehmen kann, es ist irgendwo eine Geschichte, die man erzählen kann, irgendwas ist immer passiert und ich bin echt dankbar, dass ich hier trainieren konnte, dass ich auch quasi meinen Beruf weiter ausleben konnte und auch quasi meine Form halten kann und auch ein bisschen verbessern konnte sogar, deswegen, ich freue mich extrem aufs Training wieder in den Gyms, da bin ich mega hyped, die Maschinen, aufs Beintraining, ich glaube Beine wird das erste sein, was ich trainieren werde, da habe ich echt Bock drauf, vor allem an den Maschinen, an den Geräten. Ich kann die Kniebeuge nicht mehr sehen. Ich bin so einer, ja, judgt mich doch dafür, ist mir doch egal. Ja, ansonsten hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Ich hoffe, ihr konntet so ein bisschen Einblick haben in meinen Tag von morgens bis Training. Ansonsten, wenn ihr natürlich Ideen habt, was euch gefallen könnte, dann schreibt es mir wieder gerne in die Kommentare. Wenn euch sowas gefallen hat, dass ich euch in mein Training allgemein mitnehme oder euch meinen Tag so ein bisschen mitnehme, dann lasst einen Daumen nach oben da, zeigt mir das, sagt mir das. Ich bin offen für Kritik, offen für Wünsche. Und genau, ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für den ständigen Support immer. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis bald.